Liebe Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Bundesrat Ueli Maurer. Sehr geehrter Altnationalrat Bardini, es freut uns, dass Sie heute unser Gastreferent sind. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Altbundesrat Christoph Blocher. Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin Walker Späh, Frau Regierungsrätin Nathalie Rickli, Regierungsrätin Silvia Steiner, sehr geehrter Herr Regierungsrat Ernst Stocker. Wir begrüßen die Herren Altständerat Hans Hofmann und Altregierungsrat Christian Huber. Wir begrüßen ganz herzlich unseren Parteipräsident und unseren Fraktionschef der Nationalen SVP, den Albert Rösti und den Thomas Aschi. Wir begrüßen unsere weiteren Nationalräte Martin Haab, Alfred Heer, Roger Köppel, Gregor Rutz, Mauro Tuena, Hans-Uli Vogt, Bruno Walliser, Magdalena Martullo-Blocher, Marcel Dettling, Mike Ecker, Andreas Glarner, Erich Hess, Birmin Schwander, Lukas Reimann und Franz Grüter. Ich möchte an dieser Stelle entschuldigen den Nationalrat Thomas Matter, der heute leider an einer Beerdigung in Übersee ist. Das ist also das einzige Argument, das wir als Entschuldigung am Albis Gütli akzeptieren. Dann begrüße ich herzlich die ehemaligen Nationalräte Toni Bortoluzzi, Max Binder, Walter Frey, Christoph Mörgeli, Hans Rutschme, Ueli Schlüer, Claudio Zanetti, Luzi Stamm und Thomas Fuchs. Wir begrüßen weiter den höchsten Zürcher, den Kantonsratspräsident Dieter Klei und den Präsidenten der Zürcher FDP, Hans-Jakob Bösch. Weiter der Fraktionschef der Kantonsratsfraktion, Martin Hübscher, und alle anwesenden Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Als Vertreter der Justiz begrüße ich Bundesrichterin Alexia Heine, die ehemaligen Bundesrichter Rudolf Ackeret und Karl Spüler, den Präsidenten des Zürcher Obergerichts Martin Burgener, den Ombudsmann Jörg Drachsel und alle Staatsanwälte, Oberrichter und Bezirksrichter. Herzlich willkommen! Wir begrüßen außerdem ganz speziell den Präsidenten des Zürcher Bauernverbandes, Hans Frey, den Generalsekretär der Nationalen SVP, Manuel Weber, den Geschäftsführer der Rauns, Werner Gartenmann, den Markus Binder, ehemaliger und hervorragender OK-Präsident vom Albis Gütli, und den Patrick Walder, ehemaliger und ebenfalls hervorragender Präsident der Zürcher SVP. Aus den Kreisen des Militärs ist heute da der Präsident der Schweizer Offiziersgesellschaft, Oberst im Generalstab Hollenstein. Herzlich willkommen. Wir begrüßen unter uns alle SVP-Stadthalter, Gemeinderäte und weitere Behördenvertreter, liebe Gäste aus allen Kantonen, liebe SVP-Familie. Es ist mir eine riesengroße Freude und Ehre, Sie am wichtigsten politischen Anlass der Schweiz, an der heutigen 32. Albis-Gütli-Tagung, zu begrüßen. Und noch größere Freude, wenn ich hier in den vollen Saal schaue. Wo die erste Albis-Gütli-Tagung durchgeführt worden ist, da war Deutschland noch von einer Mauer getrennt und ich selber habe das Licht der Welt noch nicht erblickt.
Mittlerweile ist Albis Gütli zur Tradition und zum Sinnbild geworden. Und gerade in einer schnelllebigen, sich rasch verändernden Welt ist es umso wichtiger, Traditionen zu pflegen. Traditionen sind Fixpunkte, die Orientierung und Klarheit schaffen. Oft fehlt in der Politik die nötige Tiefe, das Verständnis für das grosse Ganze. Viel zu häufig wird aus dem Moment heraus entschieden. Das mag vielleicht funktionieren, wenn ich mich entscheiden muss, ob ich zum Mittag einen Servola oder eine Bratwurst will. Aber langfristige Entscheide dürfen nicht aufgrund von Tagesaktualität, kurzfristigen Ereignissen oder Trends getroffen werden. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und dennoch für viele sehr schwer verständlich. Im Albis Gütli herrscht Tradition von Rede und Gegenrede. Eine Partei muss Partei nehmen, muss parteiisch sein. Sie muss einen Standpunkt haben, der sich von den anderen unterscheidet. Sonst ist sie eine Scheinpartei. Scheinparteien, die haben nur einen Zweck, und zwar den Machterhalt. Ihre Positionen sind austauschbar und darum scheuchen sie sich auch vor der Parteinahme. Sie bleiben beliebig. Und ich glaube, es ist für Sie jetzt nicht die allergrößte Überraschung, wenn ich Ihnen kann versichern kann, unsere beiden Hauptredner vom heutigen Abend, die sind parteiisch, wie das am Geist von Albis Gütli entspricht. Der freie und uneingeschränkte Austausch von Meinungen, Rede und Gegenrede ist elementare Grundlage der freien, zivilisierten Gesellschaft und Bedingung für echten Fortschritt. Weil die Chance, Irrtümer aufzudecken, ist nur die Möglichkeit vom Widerspruch und die Kraft vom besseren Argument. Es ist eine beunruhigende Entwicklung, dass gerade auch in der jüngeren Generation das Bewusstsein für die Bedeutung der freien Meinungsäußerung abnimmt. Es scheint, als würden immer mehr Menschen in ihrer Hypersensibilität den Willen oder die Fähigkeit verlieren, andere Ansichten auszuhalten. Es gehört zum Geist von Albis Gütli, dass man zulässt. Leider werden die Tugenden von Albis Gütli nicht überall hochgehalten. So hat zum Beispiel eine bekannte Soziologin geschrieben, man soll nicht mit Rechten reden. Und mit der Erweiterung der Antirassismusstrafnorm sollen jetzt gewisse religiös-konservative Ansichten sogar unter Strafe gestellt werden. Und auch Angriffe, wie beispielsweise auf den Weltwochenjournalisten Alex Bauer am 1. Mai oder auch die feige Attacke auf den Christoph Mörgli und den Roger Köppel, Angriffe auf unliebsame politische Veranstaltungen, Redeverbot aufgrund von Drohungen durch Extremisten an Universitäten. Solche Angriffe auf Meinungsfreiheit mehren sich. Und unsere traditionelle Tagung hier im Albis Gütli, die ist auch schon angegriffen worden. Es braucht von uns allen ein entschiedenes Einstehen für die Meinungsfreiheit. Frei nach Voltaire, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Und heute im Albis Gütli dürfen unsere Redner alles sagen, ob wir es verdammen oder nicht. Ob wir es verdammen oder nicht, alles kann da Ihnen gesagt werden. Es tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht den einen oder anderen enttäusche, der erwartet hat, dass ich als frisch gewählter Kantonalparteipräsident da eine Grundsatzrede zum Zustand der Partei halte. Aber heute geht es eben nicht um die aktuelle Tagespolitik, jetzt gerade hier im Kleinen. Und Sie sind sowieso nicht wegen mir da, sondern wegen unseren beiden Hauptreferenten. Ein Hinweis habe ich aber noch. Sie haben bestimmt gesehen, am Eingang hat es fleissige Unterschriftensammler. Es werden Unterschriften gesammelt gegen noch mehr Lohnabzüge, damit der Staat Väteren 2 Wochen Urlaub auf Kosten der Allgemeinheit finanzieren kann. Es wird ein ganz knappes Rennen. Die Frist läuft jetzt gerade ab, ob wir das schaffen. Und ich bitte Sie alle, die das noch nicht unterschrieben haben, unbedingt da noch draussen zu unterschreiben. Machen Sie das unbedingt heute Abend. So, ein wichtiger Grundsatz für jeden, der politisch Erfolg hat, heisst, steh auf, dann sieht man dich, red laut, dann hört man dich und hör bald wieder auf, dann schätzt man dich. Das nehmen wir für unsere Hauptredner heute jetzt natürlich nicht so allzu genau, aber für mich soll es gelten. Ich wünsche euch allen eine gehaltvolle und gesellige Albis-Gütli-Tagung. Danke vielmals.